Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir müssen sparen. Wir leben auf Pump. Wer ist eigentlich wir? Seit Jahrzehnten werden Milliarden auf Finanzmärkten verzockt. Ganze Banken wurden ruiniert, Wirtschaftszweige mit in den Abgrund gerissen, tausende Existenzen vernichtet und dann ganze Staaten in die Pleite getrieben. Sie haben jungen und alten Menschen erklärt, ihr lebt zu gut. Und ja, das sind eure Schulden. Wie kann es sein, dass in Europa zigtausende Menschen obdachlos werden? Wie kommt es, dass es jedes Jahr mehr Flüchtlinge, Arbeitslose und Menschen ohne Grundsicherung gibt? Woher kommt der Hass der Nazis auf alles Andersartige? Wieso werden Menschen täglich diskriminiert, Frauen als Objekt behandelt und Homosexuelle gedemütigt? Warum werden Menschen in schlecht bezahlte Jobs gezwungen, prostituiert und ihrer Menschenwürde beraubt? Nicht nur unsere Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf, sie ist auch eine unserer zwei Parteivorsitzenden. Wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie wir. Die Frage, wie jetzt wieder von der Bühne kommen. Aber Janine, schön, dass du da bist. Moin, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Schön, hier zu sein in Kiel, und ich bin hier, um den Wahlkampf der Linken in Kiel zu unterstützen für ein starkes Ergebnis. Ich bin hier, um euren Direktkandidaten, um Lorenz Göster-Beutin zu unterstützen, der im Bundestag eine großartige Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren für Klimaschutz, für die Energiewende. Und das Wichtigste bei Göster ist, dass Göster bereit ist, auch deutlich zu machen, mit wem man sich anlegen muss, wenn man Energiewende und Klimaschutz durchsetzen will. Und dass Göster natürlich jemand ist, der sagt, für den Klimaschutz dürfen nicht die zur Kasse gebeten werden, die sowieso wenig haben, sondern die Profiteure müssen zur Kasse gebeten werden. Und deswegen, Göster hat einen großartigen Job gemacht im Deutschen Bundestag. Und wer eine tolle Arbeit macht, der braucht ein tolles Ergebnis. Und dafür sollten wir kämpfen, dass Göster das hier in Kiel auch bekommt. Für Conny Möhring, die im Deutschen Bundestag sich dafür eingesetzt hat, dass wir bei der Gleichberechtigung endlich vorankommen, dass endlich Männer nicht mehr verdienen als Frauen, sondern die Lohnlücke geschlossen wird, dass endlich die sogenannten Frauenberufe aufgewertet werden und die Paragraphen 218 und 219a endlich abgeschafft werden, damit das Recht auf körperliche Selbstbestimmung von Frauen endlich Realität in diesem Land ist. Deshalb unterstützt Conny und sorgt dafür, dass Conny und Göster wieder in den Bundestag kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir schauen in diesen Tagen mit großer Sorge und mit Bestürzung nach Afghanistan. Und gerade vor wenigen Stunden hat eine Explosion, ein Anschlag stattgefunden auf dem Flughafen von Kabul, bei dem es wohl mehrere Tote und Verletzte gegeben hat. 20 Jahre Krieg in Afghanistan haben in einem Desaster geendet. Es ist ein Desaster. Vor 20 Jahren hat der Krieg gegen Afghanistan begonnen, wurde die Bundeswehr nach Afghanistan entsendet und die NATO-Truppen. 20 Jahre später ist das Land nicht friedlicher, es ist nicht sicherer. Die humanitäre Situation ist katastrophal. 12,5 Milliarden Euro hat allein der Bundeswehreinsatz gekostet. Zehntausende Menschen, darunter viele, die meisten Zivilistinnen und Zivilisten, sind zu Tode gekommen. Dieser Einsatz war ein Fehler. Die Linke hat ihn immer abgelehnt und immer davor gewarnt. Bomben schaffen keinen Frieden und Bomben schaffen keine Menschenrechte, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum ging es in diesem Krieg auch nie. Weil im Krieg geht es nie um die Rechte von Frauen, um die Rechte von Menschen. In Kriegen geht es immer um Rohstoffe, es geht um Einflusssphären. Und das Schlimme ist doch,
dass nach 20 Jahren Krieg die Taliban zurück sind. Und sie sind nicht nur zurück, sie sind stärker als je zuvor. Sie haben, jetzt können sie zurückgreifen auf eine afghanische Armee, die 20 Jahre lang ausgebildet wurde durch den Westen, die ausgestattet wurde mit US-amerikanischem Kriegsgerät. 600.000 Schusswaffen wurde der afghanischen Armee geliefert. Über 200 Flugzeuge und Tausende von Fahrzeugen. Und vieles von dem wird jetzt direkt an die Taliban gehen. Das heißt, die Menschen in Afghanistan leiden unter den Taliban. Sie leiden unter der furchtbaren humanitären Situation. Und dafür trägt diese Bundesregierung eine Mitverantwortung. Und dann hat die Bundesregierung zum zweiten Mal die Menschen im Stich gelassen. Die Linke hat sich im Juni im Deutschen Bundestag dafür stark gemacht, dass die Ortskräfte evakuiert werden. Die Linke und die Grünen haben dafür gestimmt, der Rest hat dagegen gestimmt. Seit Monaten ist bekannt, dass die Bundeswehr, dass die NATO-Truppen abgezogen werden aus Afghanistan. Das ist seit Monaten bekannt. Ja, warum zum Teufel fliegt man das gesamte Gerät aus, seine Getränkevorräte aus, aber man lässt die Ortskräfte, die Frauenrechtlerinnen, die Menschenrechtsaktivisten im Stich? Warum hat man die denn nicht als erstes ausgeflogen, bevor man dort abzieht, liebe Freundinnen und Freunde? Das ist doch schäbig, wie mit den Leuten umgegangen wird. Bürokratische Regelungen. Bundesinnenminister Seehofer, der Mann, der sich damals gefreut hat, dass 69 Afghanen an seinem 69. Geburtstag abgeschoben wurden. Man darf ja nicht vergessen, noch nicht mal seit 2 Wochen haben wir einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Die Linke hat immer dafür gekämpft, gegen Abschiebungen nach Afghanistan, dagegen Menschen diesem Risiko auszusetzen. Und die Menschen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, aber auch für die GIZ, die übersetzt haben, die Logistik gemacht haben, die wurden im Stich gelassen und die sind jetzt ganz massiv gefährdet. Und dann macht man bürokratische Regelungen, wo man sagt, aber nur die Leute, die vor einem bestimmten Stichtag für die Bundeswehr gearbeitet haben. Ja, das interessiert doch die Taliban nicht, welchem Stichtag die Leute da gearbeitet haben. Die sind gefährdet und man kann doch den Ortskräften nicht sagen, ja, ihr könnt ausfliegen, aber eure Söhne bleiben gefälligst da. Das ist doch schäbig. Wie kann man denn so mit Menschen umgehen, die gerade in Lebensgefahr sind, liebe Freundinnen und Freunde? Tut man so, als wäre das alles überraschend gekommen. Hätte ja keiner ahnen können, dass die Taliban zurückkommen. Die Taliban waren doch längst zurück in ganz vielen Gebieten des Landes. Das ist doch nicht erst die letzten 3 Wochen passiert, sondern das war doch längst so, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan dramatisch verschlechtert hat. 3,5 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen. So viele Menschen, die in Armut leben. Ich war dieses Jahr in Lesbos gewesen, im Lager Moria. Und dort habe ich die afghanischen Geflüchteten getroffen, die dort seit Jahren festsitzen, alleine gelassen vom Westen. Und deshalb, es ist eine Schande, wie die Bundesregierung mit diesen Menschen umgeht. Und alle Minister, die dafür Verantwortung tragen, dürfen nicht weiter Kabinetten angehören, weil sie deutlich gemacht haben, dass sie nicht verantwortungsvoll handeln, sondern Menschen im Stich lassen. Und deshalb, heute ist der letzte Flieger der Bundeswehr in Kabul gestartet. Die Evakuierungsaktion ist damit abgeschlossen. Wir als Linke haben gefordert, vor Monaten damit zu beginnen. Und wir haben gesagt, so viel wie möglich Menschen ausfliegen. Es sind Menschen am Flughafen gewesen, die weggeschickt wurden, weil sie nicht auf Listen standen. Und natürlich müssen wir dieses Desaster auch zum Anlass nehmen, um die Außenpolitik der Bundesregierung insgesamt zu überdenken. Schluss mit den Auslandseinsätzen. In Mali droht doch das gleiche Desaster. Und wenn Deutschland
mehr internationale Verantwortung übernehmen will, dann sollte man aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern und Diktatoren zu unterstützen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, warum liefert man denn Waffen? Nach Saudi-Arabien bis vor kurzem, nach Pakistan, nach Katar, nach Ägypten. Warum liefert man Waffen an Erdogan, der damit Krieg gegen die Kurden führt? Das muss Schluss sein damit. Schluss mit den Waffenexporten. Und Schluss mit dieser weiteren Aufrüstung. 35% mehr für die Rüstung seit 2014. Nein, wir brauchen kein Geld für Rüstung. Wir brauchen mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit, für zivile Konfliktlösung und für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Dafür sollte sich die Bundesrepublik Deutschland international stark machen und nicht Waffen in alle Welt liefern, an Kriegen gut verdienen, dann die Bundeswehr hinterher schicken und mit Diktatoren zusammenarbeiten. Jetzt muss es darum gehen, Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Und dafür brauchen wir endlich sichere Fluchtwege. Und deshalb unterstützen wir Organisationen wie die Seebrücke, die das fordern, liebe Freundinnen und Freunde. Die Linke ist die Partei der Gerechtigkeit. Und wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit, gerade nach der Corona-Krise, wo viele ärmer geworden sind, aber eben auch wenige reiche. Während die einen um ihre Existenz zittern, ob das die Kulturschaffenden sind oder die Leute in der Gastronomie, die Menschen, die in Kurzarbeit sind, wurden andere immer reicher. Zum Beispiel Unionsbundestagsabgeordnete, die sich mit Maskendeals bereichert haben. Aber es gibt auch 70.000 neue Millionäre in diesem Land, alleine im letzten Jahr. Und der Reichtum in diesem Land ist so ungerecht verteilt, dass es höchste Zeit ist, über Umverteilung nicht nur zu reden, sondern sie endlich in die Tat umzusetzen. Einige der reichsten Männer in diesem Land sind die Besitzer von Lebensmittelkonzernen. Die haben richtig viel Geld in der Corona-Krise verdient. Aber die Kassiererinnen, die werden abgespeist mit Niedriglöhnen und oftmals mit befristeten Verträgen. Und das ist nicht hinzunehmen, dass die Menschen, die den gesellschaftlichen Reichtum erarbeiten, mit Armutslöhnen abgespeist werden, liebe Freundinnen und Freunde. Es kann doch nicht sein, dass die alleinerziehende Verkäuferin, die jeden Tag arbeitet und kaum über die Runden kommt, ihrem Kind erklären muss, dass ein Kinobesuch oder ein Ausflug einfach nicht drin ist. Dass die alleinerziehende Verkäuferin das Kind zum Kindergeburtstag abmeldet, weil sie sich das Geschenk nicht leisten kann. Und dass sich diese Frau für ihre Armut schämt. Nein, nicht die Menschen, die arm sind, müssen sich für ihre Armut schämen. Der Arbeitgeber dieser Frau muss sich dafür schämen, dass er sie so schlecht bezahlt. Und deswegen sagen wir, wir wollen den gesetzlichen Mindestlohn sofort erhöhen auf 13 Euro. Niemand sollte unter 13 Euro die Stunde arbeiten, weil die Arbeit, wer arbeitet, muss davon leben können und darf nicht gezwungen werden, am Ende des Monats noch zum Aufstocken aufs Amt zu gehen. Wir haben viel über die Systemrelevanten gesprochen im letzten Jahr und sie haben viel Applaus bekommen, aber geändert hat sich nichts. Ja, was ist denn mit den Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, die bei den Lieferdiensten arbeiten, die Menschen, die in die Busse fahren? Ja, das sind Menschen, die häufig Wohngeld beantragen müssen, weil ihre Löhne nicht reichen. Und deswegen sagen wir brauchen Tarifverträge, wir brauchen gute Arbeit. Wir wollen die sachgrundlose Befristung abschaffen, damit sich Leute nicht von einem Vertrag zum nächsten hangeln, sondern ihre Zukunft planen können. Dafür stehen wir als Die Linke. Habe ich getroffen den Betriebsrat von Caterpillar, die uns gesagt haben, dass
750 Arbeitsplätze alleine hier in Kiel auf der Kippe stehen. Und die kämpfen für ihre Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Und das ist ein Konzern, der seit Jahren hohe Gewinne macht. Und die Beschäftigten, die diese Gewinne erwirtschaften, die sollen auf die Straße gesetzt werden. Und es geht um 950 Arbeitsplätze deutschlandweit, um 750 Arbeitsplätze hier in Kiel. Und wir sagen Solidarität mit der IG Metall, mit allen Beschäftigten. Die Arbeitsplätze müssen erhalten werden und dafür unterstützen wir als Linke die IG Metall. Ich sehe euch da hinten. Hohe Gewinne macht und die Leute, die seit Jahren, die seit Jahrzehnten an dem Standort gearbeitet haben, in der Nachtschicht mit schwerer körperlicher Arbeit, die vor die Tür zu setzen. Nein, wir stehen an der Seite der Beschäftigten, die fordern sichere Arbeitsplätze und einen sozial-ökologischen Umbau mit sozialen Garantien, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen nicht, dass Menschen weiter in Armut leben. Und das tun sie, wenn sie im Hartz-IV-Bezug sind. Weil Hartz-IV nicht zum Leben reicht. Hartz-IV nimmt den Menschen nicht nur das Geld, es nimmt ihnen die Würde. Und deshalb sagen wir, wir wollen dieses Hartz-IV-System überwinden. Wir brauchen eine Mindestsicherung, die zum Leben reicht und die niemals wegsanktioniert werden darf. Weil das Existenzminimum darf nicht wegsanktioniert werden in diesem reichen Land. Von denen Menschen leben kann. Es kann doch nicht sein, dass Menschen ihr Leben lang arbeiten und dann gezwungen sind, Flaschen zu sammeln, weil die Rente nicht zum Leben reicht. Dass Rentnerinnen und Rentner der Strom abgestellt wird, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen können. Oder dass Menschen bis ins hohe Alter arbeiten müssen, weil die Rente nicht zum Leben reicht. Nein, wir wollen Renten, die zum Leben reichen, und mehr als Dank und Applaus für die Systemrelevanten wäre es, wenn man endlich die Rente ab 67 wieder zurücknehmen würde, weil diese Menschen nicht arbeiten können bis 67. Es ist eine Rentenkürzung und nichts anderes. Aber stattdessen wird weiter diskutiert über die Rente mit 69 oder mit 70. Ja, wie soll denn jemand, der in der Pflege arbeitet oder als Erzieherin in den Kindertagesstätten oder als Polizeibeamter oder auf dem Bau oder im Handwerk, wie sollen diese Menschen denn bis 67 arbeiten oder bis 69 oder bis 70? Die durchschnittliche Pflegekraft geht mit 60,9 Jahren in Rente, weil sie nicht mehr kann, weil man nicht bis ins hohe Alter im Schichtdienst arbeiten kann und Menschen heben und pflegen kann. Und deswegen, verdammt nochmal, wir müssen doch in Deutschland eine Rente schaffen, von der alle leben können. Und deshalb treten wir dafür ein, Stärkung der gesetzlichen Rente für ein Leben in Würde. Jeder Mensch muss im Alter in Würde leben können. Und das heißt nicht nur seine Miete bezahlen, sondern das heißt sich was leisten können und ein gutes Leben zu führen, liebe Freundinnen und Freunde. Und Corona hat doch die Missstände so deutlich gemacht. Der Pflegenotstand, der ist immer noch da. Letztes Jahr wurden sie alle beklatscht, aber es hat sich nichts geändert. Und deshalb, in Deutschland kann man ja mit Pflege richtig viel Geld verdienen. Vorausgesetzt, man ist keine Pflegekraft. Wenn man ein privater Krankenhauskonzern ist oder ein Pflegekonzern, dann kann man da richtig Geld mitmachen. Und wir sagen, wir brauchen gut Ausgeruhte und wir brauchen gut qualifizierte Pflegekräfte, die Zeit haben für ihre Patientinnen und Patienten. Weil Worte des Zuspruchs und des Trosts sind doch oft genauso wichtig wie eine Spritze, auch wenn man die nicht über eine Fallpauschale abrechnen kann. Und deshalb Schluss mit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems, weg mit diesen Fallpauschalen. Krankenhäuser, so banal es ist, aber man muss es ja immer mal wieder sagen, Krankenhäuser sind dazu da, Menschen gesund zu machen. Krankenhäuser sind nicht dazu da, um Gewinne und Dividenden für Aktionäre zu erwirtschaften, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen,
Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand und nicht in die Hände von Aktiengesellschaften. Und deswegen unterstützen wir die Pflegekräfte dabei, dass sie dafür kämpfen, für beste Bedingungen für ihre Patienten und Patienten. Dafür, dass es endlich genug Personal gibt. Dafür, dass es keine Überlastungssituation gibt. Und ja, Pflegekräfte verdienen mehr. Und deswegen müssen sie auch endlich angemessen bezahlt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb wollen wir umverteilen. Dass die Menschen, die in diesem Land richtig viel Schotter haben, sich auch endlich vernünftig an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen. Amazon muss Steuern bezahlen in diesem Land. Und wer hohe Vermögen hat, der muss eben auch durch eine Vermögensteuer zur Kasse gebeten werden. Und ich finde, da sind wir ziemlich großzügig. Wir sagen ja jedem, die erste Million kannst du komplett behalten. Aber alles, was darüber liegt, da finde ich es nicht unverschämt, wenn man sagt, also 1% davon, den kannst du abgeben. Und mit Enteignung hat das gar nichts zu tun, weil die Menschen, die Milliardenvermögen besitzen, wenn man die besteuert, ist es keine Enteignung, sondern die Existenz von Milliardenvermögen, die beruht auf Enteignung, weil dafür andere Menschen gearbeitet haben. Und deshalb, ich freue mich ja sehr, dass in Berlin über 300.000 Menschen unterschrieben haben beim Volksbegehren Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. enteignen. Das freut mich sehr und dazu kann man der Initiative nur gratulieren. Ja, wir müssen die großen Immobilienkonzerne wieder in die öffentliche Hand überführen. Und was das Problem doch ist, ist, dass deren Politik, deren Geschäftspolitik ist die tagtägliche Enteignung von Mieterinnen und Mietern. Weil die Wohnungen werden nicht größer, die werden nicht schöner, die werden nicht besser, die werden nur teurer. Und damit machen Immobilienkonzerne ein Geschäft. Und ich habe mir sagen lassen, dass hier im Stadtteil und hier in Kiel auch eine ganze Menge Vonovia-Wohnungen sind. Also vielleicht sollten wir auch hier in Kiel eine Debatte darüber anfangen, Vonovia-Wohnungen in die öffentliche Hand zu überführen. Und nur weil die Union ja jetzt immer das Schreckgespenst von den linken Enteignungsfantasien an die Wand wirft und so tun, als sollten wir Omas Häuschen enteignen, will ich das nur noch mal deutlich sagen. Wer von euch nicht mindestens 3.000 Wohnungen besitzt, ist nicht betroffen davon. Also man muss wenigstens 3.000 Wohnungen besitzen und nicht gemeinnützig sein. Dann sind wir der Meinung, lasst uns das in die öffentliche Hand überführen, weil wir haben eine dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt. Und in dem Moment, wo Vonovia die Mieten erhöht, ziehen sie den Mietspiegel insgesamt nach oben. Und wenn Mieterinnen und Mieter sich die Mieten nicht mehr leisten können in den Innenstädten, dann müssen wir etwas tun. Und deswegen sagen wir, Mietendeckel jetzt erst recht. Wenn es auf Landesebene nicht geht, dann bundesweit. Schluss mit der Immobilienspekulation. Grund und Boden, das ist ein nicht vermehrbares Gut. Und man kann nicht immer sagen, bauen, bauen, bauen. Ja, wir können doch nicht die letzte Fläche versiegeln, auch aus Klimaschutzgründen nicht. Und außerdem hilft es ja nichts, wenn immer mehr bezahlbarer Wohnraum zerstört wird. Wenn alle 12 Minuten eine Sozialwohnung in diesem Land verloren geht. Und dieser furchtbare Innenminister, der ja nebenbei noch Bauminister ist, der hat in seiner Amtsperiode jetzt das Baukindergeld geschaffen und gibt 4-mal so viel Geld für das Baukindergeld aus, als für den sozialen Wohnungsbau. Baukindergeld klingt super, damit wird natürlich so gut wie keine einzige Wohnung gebaut, sondern halt Wohneigentum wird damit gefördert. Und das ist schon zynisch, wenn man Leuten sagt, du kannst dir deine Wohnung in der Kieler Innenstadt nicht mehr leisten, ja dann kauf dir doch ein Haus. Das ist die Politik dieser Bundesregierung. Es ist völlig an den Problemen vorbei und wir sagen, Wohnungen, das ist ein Zuhause für Menschen, das ist doch kein Renditeobjekt. Schluss mit den Immobilienspekulationen, Schluss mit dem unbegründeten Leerstand. Wir brauchen endlich wieder bezahlbare Mieten und deshalb brauchen wir den Mietendeckel und wir brauchen mehr Wohnungen in der öffentlichen Hand. Das ist eine der entscheidenden sozialen Fragen in den Städten und darüber hinaus.
Wir erleben gerade in diesem Sommer, dass der Klimawandel kein fernes Horrorszenario ist, was vielleicht irgendwann mal über uns kommt. Sondern wir erleben, dass der Klimawandel längst Realität ist. Wir sehen Waldbrände, wir erleben Dürren, wir erleben Starkregenereignisse und Überschwemmungen. Und ich finde, eines muss man ganz deutlich sagen, gerade nach diesem Sommer. Was teurer ist als Klimaschutz, ist kein Klimaschutz und die Folgen des Klimawandels. Der wird Existenzen vernichten und der kostet Menschenleben. Und deswegen ist es so dringend notwendig, endlich zu handeln. Es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Und wer Klimaschutz durchsetzen will, der muss bereit sein, sich mit der Autoindustrie, sich mit den Energiekonzernen, sich mit der Agrarindustrie, sich mit denen anzulegen und deutlich zu machen, wir brauchen eine andere Form des Wirtschaftens. Und wir als Linke wollen das. Wir wollen die Verkehrswende durchsetzen. Und zwar, indem wir Deutschland zum Bahnland machen. Wir wollen stillgelegte Strecken reaktivieren, damit Bus und Bahn auch wieder im ländlichen Raum überhaupt eine Alternative sein kann und die Menschen umsteigen können. Darum geht es, um Klimaschutz und darum, die Mobilität für alle sicherzustellen. Und deshalb, lasst uns dafür kämpfen, für eine gut ausgebaute Bahn, damit Menschen nicht aufs Auto angewiesen sind, um mobil zu sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, wer das 1,5-Grad-Ziel erreichen will, wer will, dass Deutschland klimaneutral wird, der muss aufhören, Wälder abzuholzen für Autobahnprojekte, für Kohletageabbau und für sonst was alles. Nein, wir müssen die Wälder schützen und wir brauchen die Energiewende und einen schnelleren Kohleausstieg. Das ist zentral, wenn wir dafür sorgen wollen, dass dieser Planet für kommende Generationen noch bewohnbar ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb sagen wir wollen sozial-ökologischen Umbau. Und ich verstehe ja jeden, der sich Angst um seinen Arbeitsplatz hat. Und deshalb brauchen wir soziale Garantien. Wir können nicht einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln, sondern man muss die Menschen sozial absichern. Wir müssen jetzt handeln, sonst ist es zu spät, um das Klimaziel zu erreichen. Und wir wissen alle, dass dann auch Entwicklungen unbeherrschbar werden. Und wir müssen Menschen sozial absichern und nicht, dass die sowieso wenig haben, am Ende die großen Kosten des Klimaschutzes tragen. Die den niedrigsten CO2-Ausstoß haben, weil sie sich das nicht mal leisten können, am Ende zur Kasse gebeten werden. Nein, es darf nicht sein, dass die Leute für die Party bezahlen, die nicht einmal dabei waren. Sondern wir brauchen eine soziale Verteilung dieser Kosten. Und das heißt, dass die Profiteure davon zur Kasse gebeten werden. Dafür kämpfen wir als Linke. Und dafür stehen wir an der Seite von Fridays for Future, von Ende Gelände, von all den Klimaschutzbewegungen. Und die brauchen, die offensichtlich auch in Kiel sehr aktiv sind. Und denen ist zu verdanken, dass wir überhaupt das Thema Klimaschutz wieder so auf der Tagesordnung haben. Das zeigt wieder, ohne gesellschaftlichen Druck passiert doch nichts in diesem Land. Wir brauchen Bewegungen, die dafür kämpfen. Und deshalb ist die Linke auch eine Partei, die dafür kämpft, stark in die Parlamente einzuziehen. Aber eine Partei, die immer an der Seite von sozialen Bewegungen steht. Weil wir hätten doch keinen 8-Stunden-Tag ohne Arbeiterbewegung, ohne starke Gewerkschaften. Es gäbe kein Frauenwahlrecht heute ohne die Frauenbewegung. Und es wäre niemals ein AKW vom Netz gegangen, hätte es die Anti-Atom-Bewegung nicht gegeben. Und das ist. Und auch die Ehe für alle. Die ist erkämpft worden von der Bewegung der LGBTIQ und deswegen die Linke ist eine Partei, die im Parlament arbeitet, aber eben auch auf außerparlamentarische Bewegungen setzt, weil ohne gesellschaftlichen Druck, ohne die Mieterinitiativen, ohne die Gewerkschaften wird sich nichts verändern lassen in diesem Land und deswegen stehen wir an der Seite all der Menschen, die sich engagieren für eine andere Gesellschaft. Und deswegen, um langsam zum Schluss zu kommen, sagen wir, Solidarität ist unteilbar. Solidarität endet nicht an den Grenzen Deutschlands oder Europas. Wir wollen nicht, dass Menschen benachteiligt werden aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft
aufgrund ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung. Wir wollen, dass alle Menschen gleichberechtigt in dieser Gesellschaft leben. Wir wollen, dass alle die gleichen Bildungschancen haben. Und wir nehmen nicht hin, dass Kinder aus Arbeiterfamilien oder mit Migrationsgeschichte in diesem Bildungssystem systematisch benachteiligt werden. Ich treffe immer wieder Menschen, die mir sagen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie oder aus einer Einwandererfamilie und ich habe Abitur gemacht, weil ich viel Glück hatte. Nein, Glück, das kann doch kein Faktor im Bildungssystem sein. Alle Kinder brauchen bestmögliche Chancen und nicht die glücklichen Zufall, ob sie auf den richtigen Lehrer treffen. Wir wollen endlich Inklusion durchsetzen, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt Teil dieser Gesellschaft sind. Und dafür brauchen wir an den Schulen auch endlich die Rahmenbedingungen. Nicht, dass Kinder mit Behinderungen benachteiligt werden und an den Regelschulen keinen Platz finden. Dafür kämpfen wir als Die Linke ein Bildungssystem, eine Gesellschaft, die alle Menschen mitnimmt und niemanden zurücklässt, liebe Freunde. Und deshalb kämpfen wir gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen antimuslimischen Rassismus. Wir sind natürlich auch die laute Stimme gegen rechts, gegen die neuen und die alten Nazis, gegen die Nazis in den Parlamenten und außerhalb. Und wer die Nazis bekämpft, der darf über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Und wir haben es mit strukturellem Rassismus in dieser Gesellschaft zu tun. Und das sagen uns doch die Leute, die sagen, wir kommen immer wieder in anlasslose Polizeikontrollen, weil wir aufgrund unseres Aussehens schon verdächtigt werden. Dass wir auf der Wohnungssuche benachteiligt werden, weil der Name nicht deutsch klingt. Diesem strukturellen Rassismus müssen wir den Kampf ansagen. Und dafür stehen wir auch als Linke, deutlich zu machen, wir lehnen jede Form von Diskriminierung ab und wir wollen, dass niemand benachteiligt wird. Denken wir an Halle, an Hanau, an den Mord an Walter Lübcke, an den NSU. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir solidarisch an der Seite aller Opfer von rechter Gewalt stehen, dass wir vor allem aber Aufklärung fordern. Und es muss Schluss sein mit diesem Gerede von Einzelfällen und Einzeltätern. Nein, wir haben rechte Netzwerke, die reinreichen. Menschen, die Zugang zu Waffen haben, die eine Ausbildung haben an der Schusswaffe. Und deshalb ist es so notwendig, diese rechte Gefahr nicht zu verharmlosen, sondern sie ernst zu nehmen und ihr entschieden entgegenzutreten. Und das machen wir als Linke. Und deshalb am 26. September ist Bundestagswahl, es ist noch etwas über 30 Tage bis dahin. Und natürlich geht es um die Entscheidung, wie es weitergeht in diesem Land. Und wir sagen nochmal, Schluss mit der Politik der verlorenen Zeit. Wir brauchen endlich Verbesserungen für soziale Gerechtigkeit, für den Klimaschutz, für eine friedliche Außenpolitik. Und jahrelang wurde der Linken erzählt, wenn ihr regierungsfähig sein wollt, dann müsst ihr eure außenpolitischen Positionen überdenken. Ich finde, nach dem Drama und dem Desaster in Afghanistan müssen andere ihre außenpolitischen Positionen überdenken. Keiner kann mir sagen, Regierungsfähigkeit, das bedeutet, deutsche Soldaten ins Ausland zu schicken. Nein, das ist nicht regierungsfähig, das ist unverantwortlich. Und wenn SPD und Grüne ihre eigenen Wahlprogramme ernst nehmen, wenn die SPD es ernst meint mit höherem Mindestlohn und Schluss mit den befristeten Verträgen, mit mehr sozialer Gerechtigkeit, und wenn die Grünen es ernst meinen, dass sie wirklich den Klimaschutz, dass sie ernst machen wollen, dann verbietet sich eigentlich eine Koalition mit Union und FDP, weil mit denen lässt sich all das nicht durchsetzen. Und in dem Sinne freue
ich mich ja ein bisschen darüber, dass diese etwas nervös gewordene Union, dass Laschet und Ciemiak jetzt vor dem Schreckensgespenst von Rot-Rot-Grün warnen und einer Regierung, an der Sozialistinnen und Sozialisten beteiligt sind. Und ich finde das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Das zeigt doch, der Arsch steht ihnen auf Grundeis, die Bälle schwimmen ihnen davon. Wenn es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt, ja, dann lasst uns drüber reden, was wir damit machen. Und dann muss es einen Politikwechsel geben und kein Weiter-so. Und deswegen will ich damit enden, mit euch einen großartigen Wahlkampf zu wünschen. Und ein tolles Ergebnis hier in Kiel für Gösta als Direktkandidat, aber auch natürlich mit der Zweitstimme für die Linke. Und ich möchte euch bitten, nutzt die nächsten 30 Tage, redet mit Menschen. Hier in Garden haben wir ganz tolle Wahlergebnisse und das ist super. Aber die Wahlbeteiligung ist ziemlich niedrig. Und wir müssen versuchen, in den Stadtteilen, wo die Linke so stark ist, aber viele Menschen die Hoffnung verloren haben, dass sich politisch irgendetwas zu ihren Gunsten ändern kann, mit so viel wie möglich Menschen zu reden, dahin zu gehen, wo andere nicht hingehen. Lasst uns an die Haustüren gehen und mit den Nachbarinnen und Nachbarn reden. Lasst uns vor die Supermärkte gehen und auf die Marktplätze. Lasst uns den Leuten sagen, warum es so wichtig ist, eine starke Linke im nächsten Deutschen Bundestag zu haben. Und ich will euch alle, die ihr hier steht und vielleicht noch nicht Mitglied der Linken seid, möchte ich einladen, mal drüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, sich der Linken anzuschließen, weil in einer Zeit von Krisen, der Klimakrise, der Krise der sozialen Gerechtigkeit, zunehmender Fluchtbewegungen, in dieser Zeit ist es doch so wichtig, dass wir gemeinsam einen Pol der Hoffnung von links aufbauen, ein Pol für Solidarität und Gerechtigkeit gegen die Vereinzelung und die Krisen, die wir gerade erleben. Und deshalb, denkt doch mal drüber nach, ob ihr nicht mitmachen wollt bei der Linken. Ich habe gehört, wir haben hier in Kiel auch noch Plätze frei. Man kann noch dazukommen. Und in diesem Sinne, ja, uns allen einen guten Wahlkampf. Ich wünsche meine Bitte an euch, redet mit den Menschen, redet mit euren Familien, euren Nachbarn, euren Freundinnen und Freunden, warum es sinnvoll ist, am 26.09. die Linke zu wählen. Lasst uns dafür kämpfen, die Linke stark zu machen im nächsten Deutschen Bundestag. Ich danke euch und nochmal ein herzliches Moin. Erstmal vielen, vielen Dank für deine sehr engagierte Rede. Ich glaube, du hast ziemlich deutlich gemacht, warum wir eine starke Linke im nächsten Bundestag brauchen, warum wir eine starke Linke in Schleswig-Holstein brauchen und warum es auch wichtig ist, in Kiergarten eine starke Linke zu haben. Es ist wichtig, dass Conny und Gösta in den nächsten Bundestag wieder einziehen für soziale Gerechtigkeit, für emanzipatorische Politik und für Klimagerechtigkeit. Du wirst ja jetzt in den nächsten Tagen, das liegt ja in der Naturaufgabe einer Spitzenkandidatin, noch viel unterwegs sein. Deswegen haben wir dir eine kleine Wegzehrung mitgebracht mit schleswig-holsteinischen Spezialitäten. Und für den Weg auch noch ein bisschen Musik, nämlich die aktuelle CD von Svenne Morales und Simon. Ich weiß nicht, ob ich da heute schon mal drauf hingewiesen habe. Das neue Album Liebt. Und ihr könnt das bei den Jungs nach der Veranstaltung hier hinten käuflich erwerben. Aber Janine kriegt das schon mal umsonst. Das ist die Belohnung für den Wahlkampf. Oh, toll. An dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, nicht nur an Janine, sondern auch an alle anderen Menschen, die hier heute mitgeholfen haben, die plakatiert haben, die Transpis aufgehängt haben, die Pavillons aufgebaut haben, die Hüpfburg aufgebaut haben, die die Lastenräder hergefahren haben und natürlich auch nochmal an unsere Technik-Crew, die mit viel Struggle hier den Livestream auf die Beine gestellt hat, die uns diese Bühne aufgebaut hat und sie auch wieder abbauen wird. Danke nochmal an die Technik, danke an euch, dass ihr heute hier wart. Okay, du reist weiter zum Treffen mit dem Pflegebündnis, glaube ich. Wo geht's morgen hin? Also ich habe hier noch ein eigenes. Ah, super. Ja, morgen, ich bin ja auf großer Deutschland-Tour. Morgen, ich bleibe in Norddeutschland, morgen fahre ich weiter nach Rostock, von da dann nach Stralsund und Rügen. Aber ich habe ein schönes Programm, also ich mache wirklich so alle Winkel der Republik, also Rügen, dann mache ich Freiburg und Aachen und das Erzgebirge und Papenburg und Regensburg und naja. Es wird eine schöne Reise, aber es lohnt sich. Und ich hoffe, überall ist die Stimmung so gut wie hier bei euch in Kielgarden. Ja. Yeah. Okay, dann vielen Dank. Vielen Dank. Eine gute Reise. Und dann übergeben wir jetzt in den gemütlichen Teil des Abends. Es wird noch ein bisschen Musik für euch geben. Ihr könnt gerne noch hier sein. Nehmt euch Flyer und Infomaterial.
Wenn die Ungerechtigkeit so gewaltig ist, dann wächst daraus Widerstand. Immer mehr Menschen glauben nicht mehr an die Glücksversprechen des Kapitalismus. Sie wehren sich gegen Zwangsräumungen ihrer Wohnungen, gegen Abschiebung von Flüchtlingen, gegen den Abbau von Sozialleistungen, Rentenkürzungen, Privatisierung von Wasser und öffentlichen Gütern. Und sie gehen auf die Straße gegen die Macht der Finanzmärkte, stellen sich quer bei Demokratieabbau, sie besetzen Straßen und Plätze, um für ihre Rechte einzustehen. Sie kämpfen gegen Patriarchat und Unterdrückung und blicken furchtlos in die Gewehrmündungen ihrer Peiniger, trotzen den Schlagstöcken und dem Tränengas der Staatsgewalt. Sie haben keine Angst, denn sie haben nichts zu verlieren. Ihr Glauben an eine bessere Welt ist stark. Sie solidarisieren, vernetzen, organisieren sich. Sie bauen täglich an einer besseren Welt, packen die Probleme selbst an, gründen Stadtteilinitiativen, Food-Koops, Wohnprojekte, Bündnisse gegen Zwangsräumungen, Nazis und Abschiebungen. Sie geben Hilfe zur Selbsthilfe und nehmen ihren Alltag in die eigenen Hände. Ihre Arbeit ist solidarisch, gemeinschaftlich, kollektiv. Denn sie alle wissen, wenn sie es nicht tun, wer dann? Viele kleine Revolutionen können zu einer fantastischen, großen Revolution werden. Denn wenn viele Menschen an vielen Orten Solidarität leben, dann können sie das Gesicht der Gesellschaft wirklich verändern. Doch sie brauchen Verstärkung. Sie brauchen deine Hilfe, deine Stimme, deinen Einsatz. Wir wollen eine starke Linke im Bundestag. Eine soziale Kraft, die den Kämpfen unserer Zeit beisteht. Doch dies allein wird nicht reichen. Wir wollen mit dir zusammen die Gesellschaft bewegen und die zusammenbringen, die sich wehren wollen, um die alten Systeme des Zwangs abzuschütteln. Widerstand wird zur Pflicht, wenn Unrecht regiert. Deshalb kämpfen wir für eine andere Welt und wir beginnen jetzt.